als Kollateralschaden verstehen wir einen Schaden, der jetzt also nicht direkt, sondern eher indirekt durch die Corona-Krise ausgelöst wird. Und im gesundheitlichen, medizinischen Bereich beobachten wir quasi mit dem Zeitpunkt der Verkündigung der Ausgangsbeschränkungen einen ganz erheblichen Rückgang des Aufsuchens von Ambulanzen in den Krankenhäusern, wie auch von Praxen im niedergelassenen Bereich. Dies hat zur Folge, dass in verschiedensten Gesundheitsbereichen und Medizinfächern, wie zum Beispiel der Kardiologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch Schlaganfallerkrankungen, viele Patienten inzwischen zu spät in die Kliniken kommen und entscheidende Zeitpunkte, wo man noch hätte etwas erreichen können, verpasst wurden. Es passiert, dass Patienten zu spät mit Herzinfarkten in die Kliniken kommen. Die Herzinfarkte sind oft so stark durchinfiziert, dass dann auch eine Stent-Behandlung, also eine Stärkung der Durchblutung durch einen entsprechenden Expander, nicht mehr durchgeführt werden kann. Und das kann man weiter auf andere Bereiche ausdehnen, wie zum Beispiel auch Tumorerkrankungen, die zu spät erkannt werden, auch das klassische routinemäßige Aufsuchen von onkologischen Praxen zum Staging, zur Überprüfung von bekannten Tumorerkrankungen. All das passiert augenblicklich verzögert und führt zu einem erheblichen Gesundheitsschaden, sicherlich auch mit einer in Zahlen ausdrückbaren Todesfolge. Und wir, und auch meine persönliche Meinung ist es, wir gehen davon aus, dass diese Todeskonsequenz quasi, diese Erhöhung der Letalität, der Mortalität, deutlich die Corona-Folgen übersteigen wird. Also wir beobachten in den Praxen, wie auch in den Ambulanzen, auch dort einen erheblichen Rückgang, der wesentlich getragen ist vor der Furcht, sich hier auch infizieren zu können. Die Konsequenz oder die Folge davon ist, dass Patienten sich selbst überlassen sind. Wir spüren ja durch die Telefonsprechstunde, die wir haben, dass auch Sorgen um die Corona-Situation, aber auch Ängste, auch weit darüber hinausgehende Ängste dominieren, die dann dazu führen, dass die Betroffenen sich zum Teil zumindest selbst behandeln mit vermehrten Einnahme von Beruhigungstabletten, was fatal ist, aber auch insbesondere von Alkohol. Und wir beobachten aktuell tatsächlich eine starke Zunahme von Alkoholerkrankungen in der Form, dass es wieder zu Rückfällen kommt bei schon vorbekannten Alkoholerkrankungen. Wir wissen ja, dass im Bereich der psychischen Erkrankungen generell eine Parallelerkrankung mit einer Suchterkrankung sehr hoch ist und dieser Anteil steigt sicherlich deutlich. Das ist ja ein Problem, das sich schon vor Corona bei uns, also in unserem Fachgebiet gestellt hat, dass bedauerlicherweise Patienten sehr oft einen langen Weg hinter sich haben, ehe sie dann auch einen Psychotherapeuten oder auch Psychiater aufsuchen wegen psychischer Störungen. Diese Situation hat aktuell natürlich durch die Corona-Krise und die darum sich entwickelnden Ängste nochmal deutlich zugenommen. Ganz wichtig ist auch, wie in allen anderen Bereichen der Medizin, dass bei psychischen Erkrankungen eine frühzeitige Diagnostik einsetzt, um dann auch eine frühzeitige Behandlung zu ermöglichen, weil wir wissen, dass generell eine rechtzeitige Behandlung, eine Chronifizierung, also ein Fortbestehen der Erkrankung trotz Behandlung erhöht. Also das Risiko, dass Erkrankungen auch im psychischen Gebiet quasi Therapie widerstandsfähig werden, erhöht sich mit der Dauer bis wir eine Diagnose abwarten und eine Behandlung einleiten. Also ich glaube, dass generell die Anzahl, Häufigkeit psychischer Erkrankungen nicht ansteigen wird, sondern es wird vielleicht in bestimmten Bereichen einen Peak geben, aber
es besteht, wie gesagt, die Gefahr, dass die gängigen bekannten psychischen Erkrankungen aus dem affektiven Bereich wie Depressionen, Ängste, insbesondere, das sind ja mit die häufigsten Erkrankungen, dass die doch später zu einer wichtigen Behandlung und Betreuung führen. Also dass doch die Patienten später kommen. Zumindest wird es die nächsten Wochen, Monate so sein, solange die aus unserer Sicht unberechtigte Sorge besteht, sich im Bereich der Gesundheitsversorger erst zu infizieren. Ich denke, unter ganz klare Einhaltung der entsprechenden Hygienevorschriften, die noch wesentlich, denke ich, beherzter durchgeführt werden, wie schon auch vor der Corona-Krise. Und so ist es zumindest uns bis heute gelungen, dass wir unsere Pflegeheime, die wir ja auch betreuen, frei halten konnten von Corona-Fällen bislang, sowohl im Personalbereich wie auch in dem Bereich der Bewohner. Da spielt sicherlich sehr viel Glück eine Rolle, aber auch natürlich das Einhalten der entsprechend strengen Hygienevorschriften von Seiten der Mitarbeiter und auch die Geduld der Angehörigen, für die Bewohner gesprochen, die bislang ja auch eine Kontaktsperre hatten zu ihren Angehörigen, die in unseren Pflegeheimen versorgt werden. Wir haben ganz klar abgetrennte Behandlungswege für Verdachtsfälle oder auch für Covid-Fälle. Und durch diese Trennung, die wir immer noch aufrechthalten, die für uns auch nichts Ungewöhnliches ist, schon vor Corona, wenn es zu entsprechenden Infektionsfällen kam, können wir sicherstellen, dass also das Risiko, das letztlich ja immer besteht, auch natürlich, wenn ich in einen Supermarkt gehe, dass wir das deutlich eingrenzen können. Und auch für die niedergelassenen Praxen kann man sagen, es werden getrennte Sprechstunden abgehalten. Es wird auch dort überall darauf geachtet, dass sollte in Covid-Fälle behandelt werden, dass da keine Begegnung mit bislang gesunden Patienten stattfindet. Also ich würde jedem raten, der an sich irgendein Symptom beobachtet, keine Scheu und Sorge zu haben, sich an die Ambulanz einer Klinik zu wenden oder auch den Hausarzt oder auch Facharzt zu konsultieren. In der gegenwärtigen Zeit sollte man auf jeden Fall, denke ich, erstmal telefonisch Kontakt aufnehmen und schauen, welches Vorgehen der entsprechende Arzt ambulant empfiehlt, gegebenenfalls auch vorher nochmal im Krankenhaus anrufen, um dann gezielt dort einen Termin zu vereinbaren. Aber natürlich auch im Notfall bleibt sowas an Zeit nicht mehr, dann muss man sofort die entsprechenden Einrichtungen aufsuchen. Also die Sorge, ich habe ein Symptom, was ungewöhnlich ist und ich gehe aber jetzt nicht ins Krankenhaus, ich warte jetzt lieber noch mal 3 Wochen ab, das kann tatsächlich letal oder auch mit tödlichen Konsequenzen behaftet sein.